Hey Freunde, was geht ab? Euer Chris hier von Rio One. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist es soweit. Es gab von Globular Cluster ein Upgrade und zwar auf die V2 des Comfort Mods für die PSVR 2. Darum geht es in dem heutigen Video. Wir packen es gemeinsam aus. Ich sage euch jetzt nach einer Woche Erfahrungen, wie das Teil denn ist, ob es was bringt, ob es nichts bringt und dazu gleich mehr im heutigen Video. Ja, Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und zwar geht es eben um dieses besagte Globular Cluster Comfort Mod, was ich mir vor einiger Zeit für die PSVR 2 bestellt hatte. Die Firma ist wirklich sehr kulant. Es gibt jetzt nämlich ein Update, ein Upgrade sozusagen. Und zwar ist dieses Backteil ausgetauscht worden, beziehungsweise es ist ein neues Modell veröffentlicht worden. Und auch das Frontteil ist dünner geworden, hat mehr Aussparungen, dass man diesen Vibra-Motor besser spürt. Genau, verfolgt einfach mein Unboxing oben links und ich erzähle euch mal ein bisschen was dazu. Ich habe es jetzt, wie gesagt, seit einer Woche im Einsatz und in meinem Fall war es tatsächlich auch so, dass genau dieses hintere Teil mich ein bisschen gestört hat. Zwar, um es euch mal genauer zu erklären, ging es darum, dass dieses besagte Teil hier eigentlich tiefer sitzt. Mittlerweile kann man es in drei Positionen verstellen und montieren. Am Anfang war es so, dass nur eine Position da war und da war das Ding ungefähr einen Zentimeter tiefer unten gesessen am Nacken. Und immer wenn ich hochgeschaut hatte, das ist jetzt ein bisschen blöd zum Vormachen, aber wenn ich nach oben geschaut hatte, einfach mich umzuschauen in der VR-Welt oder nach oben schauen musste, auch in dem jeweiligen Game, ist das Ding gerutscht und zwar nach unten. Es ist vorne nach unten gerutscht, dadurch, dass die hintere Kante hier an mein Genick ankam und das quasi das Headset so nach vorne geschoben hatte. Und das war auch der einzige Kritikpunkt, muss ich ehrlich sagen, was ich an diesem Comfort Mod hatte. Und genau das haben die gefixt und da bin ich echt happy drum. Was natürlich auch ein mega Service von denen ist, falls ihr die V1 gekauft habt, so wie ich vor einem Monat oder eineinhalb, bekommt ihr tatsächlich dieses Backpad und auch das Frontpanel gratis zugeschickt, wenn ihr einfach beim E-Mail-Support dorthin schreibt. Ich verlinke euch das mal unten in der Beschreibung, wo ihr da hinschreiben müsst und einfach nur erwähnt und einen Kaufbeleg hinschickt mit eurer Rechnung, dass ihr eben jetzt gehört habt, dass die V2 rausgekommen ist. Dann bekommt ihr das kostenlos zugeschickt. Meins kam dann auch innerhalb von 1 bis 2 Wochen via DHL, ist halt aus China, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Aber es ist gratis gekommen, ich habe auch keinen Zoll mehr zahlen müssen oder ähnliches. Und ja, also ich habe es jetzt, wie gesagt, circa 1 bis 2 Wochen schon im Einsatz und muss euch sagen, es bringt wirklich was. Also zunächst zu dem hinteren Teil. Wie gesagt, das ist jetzt in 3 Positionen einrastbar. Ich habe es jetzt in der obersten tatsächlich eingestellt, dass man unten so wenig wie möglich Abstand hat. Und das bringt bei mir auch ein bisschen was. Das heißt, wenn ich jetzt nach oben schaue, ich habe es auch des Öfteren ausprobiert, schon in einigen Games, ist es viel besser, der Effekt. Also es ist jetzt nicht 100% perfekt, muss ich aber auch dazu sagen. Also so ganz, ganz leicht drückt es immer noch nach unten, aber wirklich nur minimal. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zur V1, bringt auf jeden Fall sehr, sehr viel. Vom Frontteil muss ich sagen, also da ist die neue Version einfach ein bisschen dünner. Es ist im Endeffekt so ein Rahmen jetzt, der wohl nicht massiv innen ist. Hat jetzt ein bisschen mehr Freiraum zu dem Vibrationsmotor, glaube ich auch. Deswegen haben sie es, denke ich mal, auch ausgetauscht oder ersetzt. Ich wüsste nicht, aus welchem Grund sonst, weil ich war mit dem ersten eigentlich auch relativ zufrieden und habe jetzt einen wesentlichen Mehrwert gehabt, auch zum Original. Bei der Version, ja, also wie gesagt, ich merke jetzt hier ehrlich gesagt keinen großen Unterschied. Vielleicht ist aber, wie gesagt, jeder Kopf ist anders und vielleicht ist es bei euch andersrum, dass ihr dann doch sagt, oh, okay, man merkt dann auch einen gewaltigen Unterschied von dem Frontteil. Was mir gerade noch auffällt, ist, ich habe das nicht richtig eingerastet hier. Das mache ich dann auch nach dem Video, weil ich will jetzt nichts kaputt machen. So, nee, also wie gesagt, was vielleicht sein kann, ist, dass man die Vibration, also das Force Feedback am Kopf, jetzt ein bisschen mehr spürt. Ja, wäre mir jetzt aber nicht aufgefallen, bewusst muss ich sagen. Also ich habe aber nicht so extrem darauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ja, also im Großen und Ganzen, was gibt es zu sagen? Falls ihr das V1 noch nicht gekauft hattet damals und überlegt habt, so ist es gut, ist es schlecht, absolute Kaufempfehlung, jetzt vor allem durch die V2, die wird jetzt wahrscheinlich immer nur noch so ausgeliefert, ist es wirklich perfekt oder nahezu perfektes Teil. Also die PSVR 2 wird viel bequemer durch dieses
Backpadding, das wo jetzt auch höhenverstellbar ist, hat man auch nicht mehr so Probleme, wenn man eben nach oben schaut, rutscht das Headset nicht mehr auf die Nase runter. Und generell muss man sagen, wird es dadurch viel, viel komfortabler. Das Gewicht wird auch viel besser ausgeglichen durch diesen Strap hier oben. Und ja, man kann einfach länger spielen, ohne den Druck zu verspüren. Bei mir war es ganz extrem hier an der Stirn vorn. Da hatte ich immer so Druckstellen, so rote, die habe ich jetzt nur noch minimal mit dem Globular Cluster Comfort Mode. Ja, Freunde, also wie ihr seht, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Falls ihr es noch nicht habt oder Fragen dazu habt, gerne bitte unten in die Kommentare einfach erwähnen. Ich beantworte das natürlich alles. Und ansonsten absolute Kaufempfehlung. Ich kann es absolut empfehlen. Ich verlinke es auch nochmal unten in der Beschreibung, den Link dazu und eben auch die E-Mail-Adresse, an die ihr euch hinwendet müsst, falls ihr V1 habt, um das kostenlose Upgrade auf V2 zu bekommen. Ja, Freunde, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, würde mich freuen. Abonniert meinen Channel, um nichts zum Thema Pico 4 oder auch eben PSVR 2 zu verpassen. Ansonsten, was gibt's noch Neues? Ach ja, übermorgen gibt's dann den letzten Teil, die Episode 3 von Fire Escape. Seid gespannt, seid dabei, um gemeinsam das Geheimnis zu lösen. Wie gesagt, gibt's am Sonntag. Ansonsten, Freunde, immer dran denken. We are one. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus, euer Chris. Bis dann. See ya.